grüße euch, liebe Empire-Fans. Herzlich willkommen zur neuen Folge von meinem Good Game Empire Let's Play. Ich feiere dieses Spiel. Ich feiere es. Vor allen Dingen feiere ich es, dass irgendwie gerade sämtliche Leute aus meiner Umgebung, mit denen ich eigentlich ständig Minecraft zocke, jetzt nur noch ein Thema haben und das ist GGE. Ich feiere das. Also, es gibt nichts Geileres, als die ganze Zeit mit den Leuten zu zocken und auf einmal hat jeder nur das gleiche Thema. Und Good Game Empire, man kann sich da wirklich extrem den Mund fuselig reden drüber, weil es einfach das geilste Game überhaupt. Neben Minecraft, sagen wir mal so. Gut, wir sind in unserer Hauptburg und ich habe vorhin eine Mail bekommen von, lass mal eben gucken, von Checkerplay. Hi, du könntest in deiner Hauptburg den Holzfäller mit der Stallung tauschen, dann sieht es besser aus. Ich habe mir das Ganze mal angeguckt und der Junge hat recht, auf jeden Fall. Guckt euch das mal an, das sieht doch echt schäbig aus. Jetzt nehme ich den hier raus und tausche den jetzt erstmal. Zack. So, ich packe jetzt erstmal die Stallung kurz hier vorne hin. Ist ja manchmal nicht so einfach, die Lücken zu finden, ne? So, da ist er, juhu. Du hast recht, vollkommen recht. Also ich habe hier ja noch so einen kleinen Holzfäller stehen. Der gehört ja eigentlich hier hinten hin, wenn da nicht der Park wäre. Wie ihr seht, ich habe reichlich Parks gebaut. Und ich wollte jetzt mit euch zusammen, bevor ich hier noch mehr Parks ansetze, auf jeden Fall mal in die Questliste gucken. Zeit für Aufschwung war Steinbruch auf Stufe 9. Okay, das lassen wir jetzt erstmal. Holzfäller lassen wir jetzt auch erstmal. Eure eigene Prinzessin, Wohnhaus und Stadthaus auf Stufe 7 ausbauen. Und das werden wir jetzt tun. Deswegen habe ich auch so viele Parks gebaut, damit, weil die öffentliche Ordnung geht halt runter, wenn ihr die Wohnhäuser hochbaut. Und damit uns das jetzt nicht so ganz krass schwerfällt, die Wohnhäuser dann zu bauen, habe ich die Parks hier hingesetzt. Und siehe da, wir sind bei 183%. Wenn ich die Wohnhausquest fertig habe, ich schreibe mir das jetzt auf, 183%. Wenn die fertig ist, dann werde ich euch mal zeigen, inwieweit hier meine Produktion runtergegangen ist, ja? Dann können wir das mal sehen. So, ich glaube, jetzt sind sie alle auf 6, müssten auf jeden Fall. Yep, sind alle auf 6, sehr cool. Dann fange ich erstmal hier an. So, der erste, ich habe noch die Bauslots, Gott sei Dank. Die sind noch 1 Tag und 47 Minuten. Dann kann ich jetzt heute hier mal schön 3 Stück reinsetzen. Na komm, gib mir den. So. Und der dritte, so, 6, 12, 18, 19, 2, 21 Stunden dauert das Ganze jetzt, bis die alle hoch sind. Und guckt euch das an. Ab Stufe 7 werden die wunderbar rot mit roten Dächern. Dann haben wir nicht mehr hier diese, ja, keine Ahnung, was ist das? Grau? Blau-grau? So ungefähr, ne? Ich finde sie hässlich auf jeden Fall. Checkerplay hat nochmal. Warum brennt nochmal dein AP? Du könntest auch den Schutzmodus wie Petfred machen, aber das kostet ein paar Rubine. Nee, ich werde den Schutzmodus nicht brauchen. Nee, den brauche ich nicht. Gut, ich habe einen Angriff gemacht heute Nacht. Kann ich euch kurz zeigen, ich habe den gewonnen und ich wollte euch mal zeigen, wie viel... Warte mal, also hier habe ich einmal spioniert, da kommen wir gleich auch zu. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Schon wieder so viele Mails bekommen. Angriffssieg, da ist er. So, 411 Ruhmpunkte habe ich ergattert, 321 standen drin und hier die tollen Sachen hier habe ich mir direkt mitgenommen. Ich hatte zwar keinen Platz, aber egal. Da war so eine kleine Racheaktion für meinen König und ja, haben uns ein bisschen Späßchen erlaubt. Ich habe mir dann den größten aus der Allianz rausgeschnappt. Level 33 ist Asra Luna. Ja, nichts für ungut, ne? Also, wenn eure Allianz so ein kleines Ding versucht, uns hier irgendwas wegzunehmen, dann muss natürlich dann jemand kommen und rächen. Ja, und da meine Leute, die hier alle echt groß sind, dann nicht auf so einen kleinen gehen wollten, habe ich gesagt, komm, ich bin ein Level höher nur, das ist schon in Ordnung. Habe leider nur 143 Mann verloren, weil ich habe nämlich vergessen, Holzschilder mitzuschicken. Das war der größte Fail, den ich die ganze letzte Woche gemacht habe und ich habe so einige hinter mir. Also, wie gesagt, Leute, ihr seht, ich hätte wirklich, wirklich viel, viel weniger Leute verlieren können, hätte ich nicht vergessen, meine Schilder einzustecken. Ja, meine Amazonen. Gut. Dann, ups, Checker, okay, wenn du meinst. Wann kommt dein LP62 raus? Ich werde jetzt darauf nicht antworten. Hier ist jetzt, das 62er ist schon draußen. Das ist jetzt Level 63, Folge 63. Mein Gott, ey, ich hab schon wieder... Okay,
Dann wollte ich euch noch was zeigen, und zwar Spionage erfolgreich. Ihr seht, ich habe Alm 84 ausspioniert. Alm 84 müsste dann eigentlich so alt sein wie ich. Ich bin auch von 84, ne? Ich werde bald 30. Leute, ihr müsst mich dann alle unterstützen. Wenn ich im März nächstes Jahr 30 Jahre werde, dann möchte ich, dass ihr mir ganz, ganz schöne Sachen schreibt, weil für eine Frau ist das manchmal nicht so ganz einfach. Ich glaube, dieser Typ, bei der ersten Mal ist die Spionage leider gescheitert, und ich denke, der ist jetzt vorbereitet. Der wird alles rausgezogen haben, was er hatte. Ich glaube nicht, dass der nur, ich glaube, der ist Level 35, mit Level 35 diese paar Leutchen hier drin hat, glaube ich nicht. Aber ich werde es trotzdem einfach mal versuchen, zu ihm hinzugehen, weil die Zwielichtige ist nämlich wieder da. Und ihr seht, Alm 84. Ich will auf jeden Fall die 100 Rubine haben und die 6500 Gold mittlerweile schon. Wahnsinnig cool. 12 Stunden habe ich dafür noch Zeit. Ich werde es gleich offscreen machen. Da freue ich mich schon drauf. Gestern Abend der Angriff, der war auch so cool. Ich habe mich so gefreut. Ich bin da blind hingegangen. Ich wusste nämlich nicht, was der... Was der drin hatte. Also ich habe da nicht vorher spioniert. So, jetzt habe ich gerade wieder dran gedacht, meine Steuern einzutreiben, ne? Ja, ich vergesse es ab und zu, wirklich. Die reisenden Ritter sind auch da. Noch 1,1 Tage. Ich habe es irgendwie verpeilt, die anzufangen. Aber ist nicht schlimm. Ich habe sowieso meine brennenden APs und so jetzt in letzter Zeit. Also das kostet mich wirklich einiges an Rohstoffe und einiges an Zeit. Und hier weiß ich sofort, was ich machen kann. Nämlich erstmal den Turm ausbauen, ne? Und wenn der Turm ausgebaut ist, dann kann ich einen Steinbruch ansetzen. Zack, so, guck mal, Level 4, Stufe 4, okay. Gut, dann sind wir hier auf jeden Fall durch. Könnte, wie viel habe ich denn? 17.000. Da rekrutiere ich glatt nochmal ein bisschen hier. Diese bin ich immer noch nicht losgeworden, ey. Naja, egal. Komm, auf jeden Fall 100 will ich hier drin haben. Dann kann ich von hier aus auch ein paar Angriffe machen. Da, so und hier, zack. Ja, Rohstoffe, ne? Also ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich das Lager ausbaue hier. Geht aber leider erst ab Level 39. Aber jetzt im Moment kann ich hier 41.000 lagern, ja. Und habe auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Mal sehen, woher ich die bekomme, die Rohstoffe. Wir gehen zu Nie. Und Nie ist ja der Außenposten, der abgegeben werden soll. Ja, in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Also, der BMW, da habe ich gesehen... Der hat jetzt mittlerweile 3 Außenposten und ich werde den heute anschreiben und werde ihn fragen, was jetzt mit diesem Außenposten ist, ob er den haben möchte oder ob er den nicht haben möchte. Und wenn er den nicht haben möchte, dann steht hier jetzt für euch, meine lieben Abonnenten, der zweite Außenposten, den ihr von mir haben könnt. Also ihr könnt euch gerne schon mal dafür bewerben. Hier ist nicht viel drin. Ich meine, Stallungen auf 3, super. Bäckerei auf 2, also... Ne, wie gesagt, ich habe euch ja letztens auch gesagt, dieser AP, der war ein Glücksgriff, der andere, den ich bekommen habe. Und hier habt ihr auf jeden Fall so ein bisschen Ruby-Zeug schon. Allein die Stallungen auf 3, das ist echt viel wert. Und die Bäckerei auf 2, Wahnsinn. Die ganzen Parks, die hier drin sind und so. Hätte ich noch Holz hier, dann würde ich auf jeden Fall noch ein paar Parks reinsetzen für euch. Weil es kann natürlich auch sein, und darüber würde ich mich sehr freuen, wenn vielleicht ein kleiner Spieler sich den AP hier ergattern würde, dann hast du auf jeden Fall was richtig Geiles. Weil, ne, guckt euch das an, ey, Turmstufe 4 und so weiter, dann seid ihr echt extrem stark. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr diesen AP haben wollt. Ich setze mich dann mit euch in Verbindung. Wie immer, der Erste, der schreibt, der würde den AP dann bekommen. Wenn BMW sich jetzt doch dazu entscheidet, den zu nehmen, dann seid mir bitte nicht böse. Aber ich sag's jetzt schon mal lieber, weil damit das nicht dann hinterher wieder heißt, ja, viel zu spät gesagt und so, ne? Gut, also innerhalb von ein paar Tagen, ihr werdet dann ein paar Tage Zeit haben. So, bei Nie waren wir, gehen wir zu Lay. Und Lay ist endlich fertig. Wir haben alle Feuer gelöscht, das ist sehr, sehr cool. Wir haben im Moment auch hier nichts zu tun, was die Mauern und die Türme angeht. Also kann ich hier jetzt schön ein paar Parks reinstellen, das werde ich jetzt machen. Erstmal gucken, dass wir ein bisschen die Produktion mit der Deko erhöhen hier. So, ups, so nicht. Ich habe ja im Moment Gott sei Dank genug Rohstoffe hier. So, und der nächste... Ey, bleib doch da. So, hallo. Will er nicht. Möchte keinen dritten Park. So, gut. Jetzt, wo wir die Bausplatz auf jeden Fall aufhaben, noch ein paar Parks hier reinzischen. Der produziert im Moment 137%. Ich kann auch keine Burgflächenerweiterung hier machen, habe ich schon geguckt. Also der ist im Moment auf unserem Stand. Wir können das ja im Moment auch so machen. Ich werde auf jeden Fall hier noch einiges machen müssen. Über Nacht die Wachhäuser hochbauen, auf jeden Fall auf Stufe 3.
die Holzfäller hochbauen, mehr Farmhäuser rein, viel, viel mehr Farmhäuser. Wir haben hier nämlich 100% Auslastung für 8 Betriebe und wir haben hier momentan nur 6 drin. Jetzt wollte ich auf jeden Fall erstmal halt die Parks reinsetzen und morgen, wenn der Bauslot dann noch frei ist, werde ich ganz, ganz schnell die Farmhäuser hier hinzischen, damit ich da echt Zeit habe, dann die ein bisschen hochzuleveln mit den 3 noch hier, weil in einem Tag und 40 Stunden haben wir die nicht mehr und ich werde die auch so schnell nicht wieder kaufen. So, dann sind wir hier durch. Hier sind im Moment 0 Leutchen drin, das muss ich jetzt auf jeden Fall ändern. Ich hatte ein paar Leute abgezogen, musste ich vorhin tun. So, Verteidigungswerkstatt. Ja, da können wir auch welche ansetzen. Zack, so, erstmal hier um die Verteidigung kümmern, ganz, ganz wichtig. Wie stehen wir denn überhaupt hier? Okay, die Einstellung hatte ich schon richtig gemacht und, hä? Ach ja, gut. Nee, ist okay so, wie das jetzt im Moment ist. Ich bin ja auf der linken Flanke und falls dann mal ein Angriff kommt und ich dann irgendwie ja wechseln muss oder so, werde ich auf jeden Fall die Feuerpfeile und so wieder rüberziehen. Aber im Moment habe ich halt nicht so viele Feuerpfeile, deswegen habe ich die alle auf dieser rechten Flanke hier. Nee, gut, passt. Zack. Wir gehen zu La, dann zeige ich euch mal, was da passiert ist. Und zwar löscht da gerade dieses letzte Häuschen hier und dann schaut mal, ich habe gar nicht mehr so viele Feuer hier drin. Ja, dank diese offenen Bauslots ist natürlich richtig cool. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier die beiden löschen noch. Dann sind wir hier auch durch, zack. Und dann haben wir hier vorne alles. Ich habe gestern mal ausgerechnet, wie viel dieser AP hier letztendlich schon gekostet hat. Ich bin davon ausgegangen, dass wir nicht gekauft haben, keine Rubine gekauft haben, weil ich konnte das mit den Prozenten irgendwie nicht so richtig rechnen. Also der hätte so zwischen 80 und 100 Euro gekostet, echt Geld, gekostet, wenn man das alles ausgebaut hätte ohne Rubinbonus. Und das finde ich schon extrem heftig, oder? Leute, nur für einen Außenposten, und der ist ja noch nicht mal voll Ruby. Der wäre voll Ruby, wenn wir alles mit Festplätzen hier gemacht hätten, ne? Also Wahnsinn. Wahnsinnig krass, was man hierfür ausgeben kann. Echt heftig. Ja gut, dann sind wir hier vorne fertig mit dem Löschen. Dann kommen noch hier die beiden Türme. Die schaffe ich auf jeden Fall heute noch. Da freue ich mich auch drauf, dass dann nur noch hier diese beiden Feuerchen dann da sind. Ja, und dann können wir hier richtig schön loslegen. Ach, guck mal, der goldene Ritter habe ich gestern gar nicht mit einberechnet. Okay, kein Problem. Ja, schön. Ich werde dann auf jeden Fall gleich den Angriff noch machen und werde euch dann in der nächsten Folge erzählen, wie der ausgegangen ist. Vielleicht baue ich ein bisschen meine Burg noch um, werde hier die Häuschen alle noch ein bisschen da hinten hinstellen und dann die Parks nach vorne ziehen, damit das ein bisschen übersichtlicher ist. Aber ich finde unsere Burg schon richtig schnieke und ich bekomme eine Menge Mails, dass meine Burg hübsch aussieht und so und da freue ich mich immer tierisch drüber. Leute, denkt dran, macht weiter, auch wenn, also ich sage ja, wir haben die erste Krise, haben wir jetzt überlebt, überstanden haben wir die, wir sind Level 34, wir können Parks bauen, wir haben genug Rohstoffe, ich hoffe, es läuft bei euch auch so gut und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten, Tschüssikowski!